Yo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist El Jeffel und ich präsentiere euch auf diesem Kanal stets meine Sammlung. Heute habe ich wieder für euch Yu-Gi-Oh! Parat. Zum einen werden wir drei Booster öffnen von Ghost from the Past und zwei einzelne Booster. Einmal Battle of Legend Armageddon und Ignition Assault. Ja. Yu-Gi-Oh! Ist ein geiles Kartenspiel. Es macht eine Menge Spaß, sich zu duellieren und so weiter und so fort. Und wir hoffen natürlich heute auf eine Mega-Hit. Und zwar eine Ghost Rare. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Pack-Opening! So, ich würde sagen, wir fangen mit den einzelnen Boostern an und heben uns Ghost from the Past für den Schluss auf. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit Ignition Assault an. Mal schauen, was wir hier diesmal ziehen bei Yu-Gi-Oh! Ich hoffe auf richtig geile Karten. Auf jeden Fall werden Holo schön. Okay. Teilschlag, Aufschlag Amor, Partnerlook, guck mal, die sehen aus wie Piccolo von Dragon Ball. Okay, Namekiana, AI Schatten, AI Liebesfusion, dann Plünderpatrouillenschiff Merc, oh, geile Karte. Ruf der Waffenkammer. Phaedrin, der spitzbübige Wind. Spitzbübische Wind. Achso, wegen Kind, Bube, ja. Und Wachgeist haben wir hier. Das war das eine Booster. Wir haben auf jeden Fall in dem ersten Booster eine Holo gezogen. Und natürlich erste Auflage. Sehr, sehr geil. Okay, dann kommen wir nun zum zweiten Booster. Das wäre Battles of Legend Armageddon. Auch erste Auflage und Deutsch. Schauen wir, was wir hier rausziehen. Und wir haben eine Holo. Annäherungsalarm, Alarmstufe Gelb. Und noch eine Holo. Gerätewesen. Staubsaugo fand. Dann auch eine Holo. Valerie Faun, mystisches Ungeheuer des Waldes. Drache von Koaki, Mairu, Alter. Das ist doch eine geile Karte. Alter Falter, du. Die sieht geil aus. Das Artwork des Drachen ist mega geil. Das ist auf jeden Fall eine Karte, die ich graden lassen werde. Und noch eine. Eiszeitungeheuer Eisberg Narwal. Sieht auch geil aus. Okay. Also von allen gefallen mir diese beiden definitiv am besten und aus dem anderen Booster das Wikingerschiff. Ich finde, die Booster haben sich definitiv gelohnt. Also hier komplett Holo, Leute. Battles of Legend Armageddon. Sehr zu empfehlen, definitiv. Sieht mega aus, werden gleich sofort in Hüllen eingetütet, deswegen erstmal vorsichtig auf Seite legen. Und dann kommen wir nun zu Ghost from the Past. Ghost from the Past, ebenfalls deutsche Erstauflage. Ich hoffe, wir ziehen eine Ghost Rare, das wäre der Oberhammer. Wir haben zwar nur drei Booster, aber man soll ja die Hoffnung im Kopf verhalten, vor Augen halten und natürlich sind Ghost Rares mega selten und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt eine ziehen, ist auch mega gering, aber man darf ja hoffen und ja, soviel ich weiß, gibt es 5 verschiedene in Ghost from the Past. Am geilsten wäre natürlich der weiße Drache,
der schwarze Magier oder der Black Luster Soldier. Und die anderen beiden finde ich halt nicht so toll, die es gab. Wir fangen einfach mal mit diesem hier an und schauen dann mal, was wir hier drin haben. Und umdrehen. Wir haben Sonnensamenschatten in Holo. Magidolche frische Schwestorte, okay. Sayariyu, den kennt man ja noch von früher aus, in allerersten Sets. Und hier unten auch, erste Auflage. Oh, Druckfehler. Die Seriennummer fehlt hier. Ja, geil. Dann haben wir Nebelklinge der Phantomritter. Und Sternritter Flamel in Holo. Sehr nice, sehr nice. So, als zweites nehmen wir dann den Black Luster Soldier und den schwarzen Magier zum Schluss. Also ich finde es ja cool, diese Yu-Gi-Oh! Karten, wo komplett alles voller Holos ist. Das ist einfach geil. Und es geht weiter. Märchenschweif Roschka. Einberufung der Dracheneinheit. Priesterliches Siegel der Einberufung. Galaxieaugen Cyberklingendrache. Eieiei, der sieht geil aus. Okay. Und Dracheneinheit Ritter Ariadampere. Sieht auch geil aus. Also, ich liebe ja diese Drachen. Artworks bei Yu-Gi-Oh! Die sehen halt einfach mega aus. Dann kommen wir nun zum letzten Packet. Das ist das schwarze, der schwarze Magier. Also, eine Ghost Rare wäre schon echt geil. Aber wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass wir eine ziehen. Ich hoffe es nur. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt so gering. Nebelklinge der Phantomritter. Metallphose Silberorgel, das ist doch so eine Pendelkarte. Okay, Gefahr, Donnervogel, die sieht auch geil aus. Notfallteleport. Und Meteorschwarzer Kometendrache. Eieieiei. Sieht auch übelst krass aus. Also das ist definitiv auch wieder so eine Karte, die mir mega gefällt. Übelst. Ja, geil. Das waren jetzt die Karten. Dieser schwarze Kometendrache finde ich geil. Ich finde diese Karte und diese Karte richtig geil hier. Und dann natürlich aus den Einzelbooster-Sets vorher finde ich auch diese beiden hier. Drache von Kohaki Mairu, mega. Und der Eiszeitungeheuer Eisberg Narwal. Sind auch geil. Also, ganz ehrlich, Battle of Legend, Leute, und Ghost from the Past, definitiv lohnenswert. Die Preise steigen halt leider sehr schnell, aber es ist definitiv etwas, was man aufmachen konnte. Ich hatte meinen Spaß gerade. Ich hoffe, ihr auch. Und es sind ja ein paar schöne Karten bei rumgekommen. So, jetzt switchen wir die Kamera nochmal und kommen zum Abschluss. Das war das kleine, aber feine Yu-Gi-Oh! Opening. Diesmal der zweite Teil. Ja, ich würde sagen, es war jetzt nicht das beste Opening, aber definitiv auch nicht das schlechteste, was man hier zu sehen bekommt. Ich persönlich fand die Holos geil. Battle of Legend, muss ich sagen, ich wusste gar nicht, dass das Set komplett aus Holokarten besteht. Da werde ich mal schauen, dass ich davon eventuell noch was kriegen kann, weil das ist ja schon ganz geil, wenn dann, wenn man aufmacht und alles ist voller Holos. Ghost from the Past wusste ich, ist aber schwer zu bekommen, beziehungsweise auch sehr teuer im Moment. Die Preise steigen ja immer höher.
Wir haben leider keine Ghost Rare gezogen. Dennoch finde ich, einige Drachen-Artworks waren dabei. Für den heutigen Abend definitiv genug und für mich einfach nur geil, weil die Drachen-Artworks sind meiner Meinung nach definitiv die besten. Und ja, wie fandet ihr es? Ich hoffe auch gut. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst doch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. So verpasst ihr keines meiner zukünftigen Videos. Ich würde mich freuen. Euch kostet es nichts. Und ihr unterstützt mich dabei, meinen Kanal voranzubringen. Ja, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.